Jetzt wird richtig schön eine weitere Reaction, Inception Reaction gemacht, und zwar eine Content Recycling Aktion. Jaha, meine Freunde der Sonne, ich weiß, ihr hasst es, ich lieb's. Und zwar hat nämlich der gute Alpha Kevin auf mein Video reagiert, und wir reagieren jetzt darauf, wie Alpha Kevin auf mein Video reagiert. Denn natürlich muss ich gucken und meinen Senf dazugeben, wenn jemand auf mein Video reagiert, dessen Meinung mir nicht komplett egal ist. Und außerdem genieße ich die Situation, wenn ich so ein bisschen Hintergrundinformationen zu meinen eigenen Videos einfließen lassen kann und meinen Content recyceln kann. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Insi-Modus machen seid, denn der liebe Traven hat ein Video hochgeladen zu Apo Red Display und sein Finanzberater ist schuld. Er muss gestehen, der Titel ist schon 10 von 10. Der Titel ist schon 10 von 10. Ich bin low-key überzeugt von dem Video. Wobei ich gegen Mitte, Ende des Videos einfach keinen Bock mehr auf Schneiden hatte. Ey, ich finde, man sollte immer seinem Finanzberater trauen. Ja, den ganzen, komplette. Der KLS ist Upreds Finanzberater. Abonnieren. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Hauptkanal. Oh, es ist etwas passiert auf YouTube Deutschland, das mich tatsächlich dazu veranlasst hat, mal wieder raus in meinen kleinen, imaginären, digitalen Vorgarten zu kommen und mit dem Fernglas über den Ohne Witz, ich musste kurz Werbung machen für das Emote hier. Das ist ja der neue Emote, den wir jetzt hier haben, ne? Den habe ich mit meinem eigenen, nein, mit eurem Geld effektiv gekauft, so deswegen muss ich da kurz Werbung machen. Den müssen wir reinspammen, wir müssen den viel öfter verwenden. Gut, jetzt macht es keinen Sinn, aber ich liebe diesen Emote. Dieser kleine schwarze Junge, der über den Zaun guckt, mit dem Fernglas und Beef sieht und wittert. Ich liebe den. Richtig gut, ey. Richtig geiler Emote. Deswegen, ich war so stolz. Am liebsten, Real Talk, würde ich den, man kann ja so, über YouTube kann man ja so einen Shop einrichten, ne? Am liebsten würde ich den hier so anpacken, anheften, so als Sticker oder sowas. Habe ich bei Skis gesehen, der hat so Sticker von seinem Kanal. Finde ich hammer cool, sowas. Am liebsten das, aber das macht nur ein Sticker, das ist dumm. Also ich mal gucken, wenn ich irgendwann eine Sammlung an geilen Emotes gesammelt und gekauft habe, vielleicht mache ich das dann mal, dann klebe ich mir den ganzen Tisch damit voll oder so. Sounds zu luschern. Denn ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Tag erleben werden, anhand der Thematik und der Persona, um die es in diesem Video geht, hätte selbst mein absolut psychotisches, tief im Klartraum vergrabene Ich diese Situation niemals sich vorstellen können. Um wen es hier geht, meine Freunde der Sonne, es geht natürlich um ApoRED, den Allerecht. Ja. Und der, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen. Ja. ApoRED ist einfach er ist einfach eine Legende. Sagen. Bring es erstmal direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich bin ehrlich, ich bin gerade so auf Burgergeld unterwegs, sage ich mal, ne? So auf Burgergeld. Tatsächlich hat mich diese Nachricht natürlich nicht schockiert. Mir war, so wie ganz vielen anderen YouTubern und Reactern und Creatern im Allgemeinen oder Menschen, die sich... Am Ende hat der sau viel Geld. Stellt euch jetzt mal vor, ApoRed macht hier einen Prank rein, ja. Und hat eigentlich wirklich die Millionen am Start. Nur wir wurden alle hinters Licht geführt. Er hat so umgekehrte Psychologie gespielt und eigentlich hat er wirklich extrem viel Geld. Nur er hat es so wirken lassen, dass Mimi ein Video macht oder mehrere Videos macht, wo er aufzeigt, dass er kein Geld hat. Aber ApoRed war so schlau und hat gemerkt, yo, das nutze ich jetzt aus, führe Mimi so in Versuchung, dass er noch mehr Videos zu macht, dass ich kein Geld habe. Und dann hat er aber eigentlich die Milliarden im Hintergrund. Stellt euch das vor, eigentlich voll einfach schlau. So 3D-Schach mit der Welt gespielt. Einfach. Mit Wirtschaft in irgendeiner Weise auseinandergesetzt haben, von vornherein bewusst, dass ApoRed nicht Millionär ist. Ich bin Millionär. Dass er zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben gut Geld verdient hat, möchte ihm, glaube ich, niemand Er kann ja sein, dass er Millionär war zu der Zeit. Und zwar der 1 Million Yen. Brechen. Aber Millionär war er. Real Talk, es ist schon echt auffällig, dass ApoRed nie von Euros spricht in seinem Video, ne? Das ist schon auffällig. Ist mir aber in meinem Video nicht aufgefallen, tatsächlich. Und ey, das Standbild ist schon wieder gottlos. Sehr wahrscheinlich nicht. Und das gibt er hier in seinem aktuellen Video-Statement auch offen zu. Was ich gut finde, was ich nur weird finde, ist, dass es ein Jahr später passiert, nachdem eigentlich es öffentlich anerkannt war, dass es so ist. Und er es aber weiterhin vehement abgestritten hat. Auch finde ich es halt sehr interessant, wie sich das Video jetzt kategorisch von dem Video von vor 2 Monaten unterscheidet. Die Diskrepanz aus den Inhalten und der Rhetorik zwischen diesen beiden Videos ist gewaltig. Also wirklich gewaltig. Man kann von einer 180-Grad-Wendung sprechen,
aber auch nicht 100%. Denn, und... Ich bin ja... Leute, ich muss jetzt mal kurz... Tramit ist Apropos Steuerberater und steckt mit ihm unter einer Decke. Ich wurde erwischt! Ich da erzählen, weil das ist schon eine krasse Sache einfach. Ich weiß noch, ich hatte auch mal mit ApoRed gesprochen und das war so die Zeit, wo er auch in der Türkei war und auch überlegt hat, nach Istanbul irgendwie zu ziehen. Und ne, dann kommt dieses fette Imperium, dann holt er sich, weil er Milliarden auf dem Konto hat, holt er sich da so einen Block und dann vermietet er dick und investiert fett rein und so. Und da hatte er auch so eine Residenz und war ja mit Kollegen noch dort und hat fett gechillt und hat so und dann hat er mir so, ja, das hat er ja öffentlich auch gezeigt, ne, dass er dort halt ist und dass es ihm mega gut geht und dort auch die Birchies macht und eine Runde Jojo guckt und so. Und ja, also irgendwie, wir hatten da auch Kontakt gehabt, Bild, eine kurze Zeit. Und da hat er mich sogar zu ihm eingeladen. Also jetzt for real, der hat gesagt, yo, komm vorbei oder so. Wirklich auf entspannten Johannes, würde jetzt Kaiser sagen. Und das hat nicht funktioniert. Also jetzt einfach so nach Istanbul einfach mal so zu kommen, war ein bisschen schwierig, ja, auch zu der Zeit. Aber... Ist du eigentlich immer das dein Mod? Junge, das war vor, ich weiß nicht, wieso ist Alpha Kevin so, Mod? Jetzt macht ApoRed den... bei ApoRed. Birchie-Hasen sozusagen. Deswegen mache ich einen. Ja, stimmt. Bin ich noch Mod bei ApoRed? Ich weiß es gar nicht. Wieso ist er Mod bei ihm? Es kann sein, dass ich auf Twitch noch Mod bei ApoRed bin. Junge, wie wild einfach. Ich habe dort einmal reingeschrieben und ich wurde direkt Mod. Video-Thematik. Ich finde schon, dass man hier mal wieder darauf achten sollte, was genau ein ApoRed sagt und inwiefern das, was er sagt, auch der Realität nah sein könnte. Und dementsprechend diskutieren wir in diesem Video und in der Kommentarsektion über sein Video-Statement. Aber was genau hat ihn denn letztendlich dazu veranlasst, sein Video zu machen und letztendlich die letzten paar Jahre Lügen aufzuarbeiten und offen einzugestehen, dass er sich selber und seine Community, aber auch jeden, der ihn dafür kritisiert hat, belogen hat. Das Ding ist, Freunde, was mich auch so ein bisschen motiviert hat, dieses Video zu machen. Es ist ja mittlerweile relativ normalisiert, dass Influencer, Streamer, etc. so ein bisschen in die Pleite gehen, dazu ein Video machen. Und ich dachte mir ganz ehrlich, ich bin genau in der gleichen Situation. Wo macht das jetzt bei mir den Unterschied? Ich habe so oft in den Kommentaren unter dem Video gelesen, dass ganz viele Leute gesagt haben und auch hier im Chat auch schon während der Reaction damals, dass er das sich auf jeden Fall inspiriert hat von Tanzverbot und dass er dadurch sozusagen sich befähigt gefühlt hat, dieses Video aufzunehmen. Habe ich echt oft gelesen und ich glaube, es ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Mein Finanzmann hat ihn zum Lügen gezwungen. Ey, ohne Witz, ich glaube das immer noch nicht, ne? Bevor wir klären, wo das bei ihm den Unterschied macht, sprechen wir doch erstmal kurz darum, was ein ApoRed mit dieser Aussage meint. Er meint effektiv damit, dass vor kurzem ja auch ein Tanzverbot ein Statement gebracht hat, dass er selber Steuerschulden hat und dementsprechend in der Misere ist. Und generell ist es auch so, gerade bei Selbstständigen, bei jüngeren Selbstständigen im Internet ein Phänomen, das zu beobachten ist. Denn es ist gar nicht mal so leicht als selbstständige Person mit den Verflechtungen der Bürokratie innerhalb des Finanzamts einwandfrei ohne Schwierigkeiten umzugehen. Denn das sind Dinge, und das wissen wir alle, das wird einem in der Schule nicht beigebracht. Danke, Merkel. Nichtsdestotrotz. Ah, jetzt seid Grüße hinaus. Wichtig an der Stelle. Der Unterschied aber so prinzipiell, würde ich mal meinen, zwischen einem Tanzverbot und einem ApoRed ist, der eine ist ehrlich, weißt Dimension. Du, der andere lügt einfach seit mehreren Jahren immer wieder seine Zuschauer an. Also ich würde schon sagen, es gibt einen gravierenden... Vor allen Dingen ohne Nutzen lügt er seine Zuschauer an. Ich habe das nie verstanden, warum er da einen immer auf reich gemacht hat. So. Die Leute haben ihn doch nicht gefeiert, weil er einen auf reich macht, sondern weil er witzig ist. So. Und der Kerl ist lustig. Nie verstanden. Natürlich im Sinne von dem finanziellen Ding, natürlich gibt es da auch Ähnlichkeiten, ja, bei einem ApoRed, bei einem Tanzverbot, beide sind mit Geld scheinbar nicht gut umgegangen. Aber wie gesagt, der eine ist halt authentisch und ehrlich und der andere, bei dem muss man leider alles anzweifeln, weil man nicht weiß, ob man wieder abgezogen wird, was es angeht. Warum? Ja, Alpaka Kevin, was ist da los? Irgendwie, das ist wieder mein PC, der scheiße. Alpaka Kevin! Leute, seht ihr mich noch in Ordnung? Ja, Fall eines Tanzverbotes nicht vergleichbar mit dem Fall eines ApoRedes. Unter anderem daher, dass ein Tanzverbot dir nicht auf die Nase bindet. Ich habe Angst, OBS zu aktualisieren, weil OBS dann immer alle Einstellungen löscht. Mach ich auch echt nie. Krass, seine Einnahmen sind und wie goofy du bist, weil du weniger machst und neidisch bist, weil du über ihn sprichst, weil du arm bist. Das ist halt ein maßgeblicher Unterschied. Tanzverbot hat halt nie damit angegeben und einen, sag ich ja auch gerade hier,
Er hat sich halt nie über einen lustig gemacht, dass du ein Goofy bist und dass du nur neidisch bist und so ein Scheiß. Hat er halt nie gemacht. Dann gönnt man dann auch. Dann gönnt man halt auch so und dann ist man auch unterstützend und nicht hämisch, wenn es dann mal nicht klappt oder wenn man halt eine schwere Zeit hat. Wenn jemand hochtrabend ist, so, dann will man die Person ja schon fast fallen sehen. Wenn man die Art Mensch ist, so. Also, Tanzverbot war halt immer bodenständig, so, ne? Selbst als er nicht bodenständig war und Geld rausgeworfen hat, hat er zumindest damit nicht angegeben. Und nur Bürgergeld beziehst. Ich bin Millionär, Digga. Brokey Moki, hau hier, haha, alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Diese ganzen YouTuber-Goofies, sowas sagen, ganz ehrlich, absolute Vollgoofies. Ich würde einfach mal so in den Raum werfen, dass man selber um sich herum im Internet eine Kultur der Bodenständigkeit und Ehrlichkeit kultiviert, dass man dann, selbst wenn man insolvent werden würde, von seiner Community, aber auch von dem Creative Space im Allgemeinen, eher aufgefangen wird und positiv dann thematisiert wird innerhalb dieser Situation. Und wenn man sich selber halt als der hochtrabende, absolut krasse Main-Character... Wie findet ihr eigentlich den Hintergrund? Mal Real Talk, den hier, den Sound. Einfach von Oblivion. Fand ich irgendwie passend. Da zeichnet, der selber nie irgendwas falsch macht und alle anderen nur neidisch sind, dass man dann nicht darauf beharren kann, dass die Leute empathisch sind. Ein Top-Kommentar unter Aprils Video beschreibt diese Situation meiner Meinung nach ziemlich gut. Ich persönlich verstehe immer nicht, wie man sich freiwillig in so eine Situation bringen kann, denn mit einer gewissen Bodenständigkeit schnüpft man doch viel... Das ist auch, habe ich auch beobachtet. Auf TikTok sieht man das hin und wieder. Er streamt ja auch auf TikTok und auf Twitch gleichzeitig so. Und Tanzverbot, der liefert halt auch Content. So, er beweist seiner Community, dass er deren Vertrauen, Aufmerksamkeit und Zeit halt wert ist. So, er sagt jetzt nicht nur, jetzt unterstützt mich mal und hält die Hand auf, sondern er arbeitet halt auch dafür. Also er streamt und ist halt unterhaltsam und macht halt sehr viele Reactions, all so ein Scheiß so. Und zockt auch und all solche Geschichten so. Er liefert halt auch was ab, was die Community sehen will. Und dafür unterstützen die ihn halt hammerdoll. Also wirklich doll. Und das freut mich zu sehen. Hammerdoll. Und ich finde es auch gerechtfertigt an der Stelle. Völlig gerechtfertigt, dass er dafür auch entlohnt wird und dass seine Community dann zu ihm hält. Finde ich hammer cool, das zu beobachten. Eher Kontakte zu Menschen, die das Potenzial haben, dann zu einem selber empathisch eingestellt zu sein. Ich kann da ja auch nur von mir sprechen. So, wenn jemand Multimillionär war. Ich bin reich! Und dann plötzlich nichts mehr hat, dann denke ich mir nicht, oh, du Armer, du musstest das richtig schwer haben. Level 28. Jetzt, wo du, wie wir alle anderen auch, unter Geldproblem leidest. Vor allen Dingen nicht, denke ich das, wenn die Person vorher hochtrabend darüber geredet hat, was für ein niederes Gewürm wir gering verdienenden Menschen doch alle sind. Andersherum bin ich natürlich auch kein Freund davon, mit Steinen auf Menschen zu schmeißen, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo es ihnen nicht gut geht, finanziell gesehen. Ja. Man kann natürlich... Alter, Kevin, sagt mir zu wenig zu meinem Video, was soll das? Weil ich rede auch echt viel irgendwie, ne? Ich rede echt viel wieder mal. Ich weiß nicht, warum das Video so lang wurde. Ich wollte eigentlich nur kurz ein bisschen was zu Upred sagen. Und es wurde einfach, im Schnitt waren es 27 Minuten erst. Ich habe einen halben Schock gekriegt. Und dann habe ich extrem viel weggecuttet. Und es waren immer noch fast 20 Minuten. Warum rede ich so viel? Du redest zu wenig. Ja, es ist komisch, es ist merkwürdig. Ich habe einfach mal viel zu viel zu sagen. Es ist so schlimm. Und ich skripte meine Videos nicht. Das ist, glaube ich, das Problem. Wenn ich einfach kurz und prägnant skripten würde, mir Gedanken machen würde im Vorfeld, was ich sagen will, so, und nicht mit dem Flow gehen würde, dann wirkt das so gestellt. So. Mag ich nicht. Über die kritischen Entscheidungen. Ja, natürlich. Also, wenn ApoRed jetzt gerade in dieser Lage ist, so, ich sage auch nicht, yo, Junge, haha, du Opfer, guck dich mal an. Ich bemitleide ihn jetzt auch nicht, weil er die ganze Zeit unbedingt den Überflexer spielen wollte. Also dementsprechend, mir ist das relativ wumpe, aber ich kann das nicht zu 100% nachvollziehen, wie man sich so die Scheiße reiten kann. So, auch so steuermäßig. Die Frage habe ich mich auch gestellt tatsächlich. Ob der bezahlte Trip nach Dubai halt steuerrechtlich relevant ist. Weil es ja als Gegenleistung für die Werbung, die er gemacht hat, zählt. Die er dann natürlich nicht gekennzeichnet hat. So, und das habe ich mich gefragt, aber vielleicht wird Solmecke sich dazu äußern. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dazu kommt. Da werden wir auch drauf reagieren, abschließend dann wahrscheinlich. Natürlich zu der Thematik. Ist Steuer
Gelder zahlen, auch vor allem, wenn du viel verdienst, ist das natürlich absolut kacke, weil du nur einen Satz zahlen musst. Aber wenn du viel Steuern bezahlen musst, musst du auch sehr viel Geld einnehmen. Ja, anders geht's ja nicht. Also du hast natürlich der Prozentsatz an Steuern, die du zahlen musst. Mein Trick an der Sache ist, einfach nicht viel Geld verdienen. Das ist ja an deinem Lohn oder an dem, was du verdienst, ja angepasst. Das heißt, wenn du viel Geld verdienst, dann musst du halt einen hohen Steuersatz zahlen und dir muss das schon klar sein, dass das, was du als Selbstständiger aufs Konto bekommst, halt nicht Nettobeträge sind, sondern Bruttobeträge. So, aber manche kommen darauf gar nicht klar. Ich check das nicht. Ich check das wirklich nicht. Ja, aber ja, das ist das Problem. Vielleicht hat man es nie richtig gelernt bekommen oder man fällt wirklich auf so Leute rein, die so Finanzberater sind und dir sagen, du sollst teure Urlaube machen oder mehr Autos kaufen. Sowas Lostes habe ich noch nie gehört, wirklich. Meinung dieser Person sprechen, diskutieren öffentlich, vor allem wenn es im Creative Space öffentlich passiert ist und man vielleicht daraus eine oder zwei Lehren für sich selber oder andere ziehen könnte, aber hämisch über die Leute her. Er selbst schiert X100, alles klar, wenig verdienen. Danke für die 100 Bits. Schön den Gewinn schmälern, indem ihr hier rein donated. Sonntag ist das. Gemeinsam die Steuer reduzieren. Deine Armut kotzt mich an. Hier etwas Kleingeld. Ehre! Evelina _92_GX100. Deine Armut kotzt mich an. Hier etwas Kleingeld. Tremo 1 Stock. Ehre! Vielen, vielen Dank. Wir machen eine Reaction auf Alpha Kevins Video zu meinem Video. Kein Restream. Vielen, vielen Dank. Und der Hype-Trailer. Das muss nicht unbedingt sein. Da ist effektiv auch kein Mehrwert. Deswegen davon distanziere ich mich gerne mal. Das muss nicht sein. Womit ich natürlich nicht sagen möchte, dass ich generell über Häme und derlei Dinge erhaben bin. Für ein gewisses Maß an Häme gibt es hin und wieder Situationen, X100 hier noch ein bisschen weniger verdienen. Hat man gesehen? In einem Blender? Ich war mir nicht sicher, ob das schnell genug ist, weil ich wollte das nicht so breit machen. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits an der Stelle. Sepp, ihr noch ein bisschen weniger verdient. Wichtig. Hat Alpha gerechtfertigt ist, hat er nicht zu sein. In diesem Fall, meiner Meinung nach, ist es das nicht. Ich weiß ja nicht, welche Person ihr hier spricht. Er hat es nicht gesehen, aber er weiß, was... Bei bestem Willen, ich kann mir niemand hier vorstellen. Wir sind ja alle nur Menschen. Aber wir sind ja hier, um kritisch zu hinterfragen. Ich wollte mir nämlich vornehmen, hin und wieder mal im Hintergrund so das ein oder andere Bild einzublenden, auch nur für ein Frame oder sowas, für die ganz wachsamen Zuschauer so. Aber ich glaube, Alpha Kevin hat es nicht gesehen, was gut ist und wichtig. Fragen, ob das Statement von ApoRed authentisch ist, was yes, ich ernsthaft yes, bezweifle, yes, weil... Yes, yes. Was zur Hölle? What the hell? Sepp. Eine 5er Subbombe. Vielen Dank. Einfach eine 5er Subbombe rausgehauen. Ehre! Vielen Dank. Hoppla, da ist die Geldbörse rausgerutscht. Geplatzt ist sie dir. WTF. Der Sepper, da schmeißt er mit Geld. Danke für die 5er Subbombe. Vielen Dank. Ehre. Ich diesem Menschen gar nichts glaube. Er hat ja mehrfach bewiesen und in diesem Statement ja auch gesagt, dass er ein Lügner ist. Und inwiefern er seine Fehler eingesteht. Und gerade in Bezug zu Fehler eingestehen und kritikfähig zu sein, hat ApoRed natürlich auch ein paar Positionen in dieser Thematik zu vertreten. Das Ding ist, Freunde, es ist halt auch wichtig, seine Fehler einzugestehen. Das Ding, ne? Das war alles noch Intro. Ich weiß nicht, was bei dem Video bei mir ging, ne? Aber ich habe gefühlt 4 Minuten ein Intro gebracht. So, Wallahi, oder ich schwöre auf das, oder ich schwöre auf dies, oder ich schwöre, ne, Lüge. Ich meine, was macht das Benjamin Blümchen hier? Ey, ohne Scheiß, ich brauche die Clips von Leroy noch, ohne Witz. Immer wenn ich jetzt Manuelsen höre, muss ich an Leroy denken. Der sagt, aber was will denn Benjamin Blümchen da? Immer. Ich habe diese Connection nie gemacht. Vielen Dank, Fräulein Zahn. Vielen Dank für die 400. Vielen Dank. Ich habe die Connection im Kopf nie gemacht, ne? Aber jetzt, wo ich da einmal drüber nachgedacht habe, kann ich es nicht wieder rückgängig machen in meinem Kopf. Ja, wann sind dann. Ja, das ist 3,6. Ich wollte auch was sagen.
Du Goofy, den brauchen wir noch. Woher weißt du denn, dass du Goofy? Den brauchen wir und den Benjamin Blümchen eigentlich auch. Ich stehe gerade bei so einem wichtigen Thema. Finde ich absolut stark, dass sich ApoRed hier hinsetzt und sich für seine eigenen Fehler kategorisch gerade macht und in keinster Weise anfängt, dann zu relativieren oder die Schuld zu verlagern. Hätte ich gesagt, wäre das Ende seines Statements. Denn nur wenige Sekunden im selben Satz eigentlich. Kann man einen Urlaub nicht absetzen, wenn man dort Urlaubskonten produziert? Du kannst zu einem gewissen Maße bestimmt deinen Urlaub absetzen, wenn du dort hauptsächlich dafür da bist, um Content zu produzieren. Ja, bei einer Geschäftsreise oder irgendwie sowas. Das ist ja wahrscheinlich leichter so, wenn. Aber wenn du Urlaub machen willst, so schon am Strand und du bist, keine Ahnung, arbeitest irgendwie irgendwo maschinentechnisch irgendwie in der Richtung, so ist ein bisschen schwer, dem Finanzamt zu verkaufen, dass du Strandurlaub machst und dass du dabei eigentlich arbeiten musst oder wirst. Geschichten aus dem Paulanergarten. Danke für die 400 Geschichten aus dem Paulanergarten. Den bräuchte ich eigentlich auch als Alert. Vielen, vielen Dank für die 400. Der Goofy war der Hammer. Ja, der Goofy war halt wirklich der Hammer. Und der passte. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich hatte das nämlich auch. Ich war in Polen, also Tina und ich, wir waren in Polen gewesen. Und dann habe ich dort auch Reactions aufgenommen, habe dort halt meine Videos gemacht und habe dann so gefragt, ja, wie schaut denn das aus? Kann man das steuerlich absetzen? Meine Steuerberaterin hatte daraufhin gemeint, da das halt ein Privaturlaub war und ihr ja mehr, also viel, viel mehr dort einfach nur zusammen unterwegs wart und der Content ja eher so an fünfter Stelle war, ist das schwierig, das dem Finanzamt glaubhaft zu machen, dass man das absetzen kann. Also wenn du so Reactions machst oder so, dann kannst du es vergessen, dass du das darüber absetzt. Wenn du direkten Content machst, wo du in eine Stadt musst, also wo du... Also wenn du jetzt zum Beispiel nach New York fährst, so und um dann da halt, keine Ahnung, einen Vlog zu drehen oder sowas, so. Und das halt auch glaubbar machen kannst mit Belegen und was weiß ich, dann ist das Reiseblogger. Genau, als Reiseblogger könnte man das machen dann. Die Reise absetzen. Das könnte man dann auch eher machen. Aber als Meinungsblogger so, ich würde es als Finanzamt würde ich sowieso auch nicht glauben, ne? Aber ja, doch, als Reiseblogger oder so, da könnte man das vielleicht eher tun. Und sonst wahrscheinlich anteilig, wenn man die Anteile ermitteln kann, so. Also wenn du, keine Ahnung, dafür innerhalb deiner Reise extra in ein gewisses Gebäude, in ein gewisses Hotel oder was weiß ich was einchecken musst, dann vielleicht die Kosten dafür, aber dann die restlichen Kosten nicht oder so. Aber dafür müsste man sich halt mit dem Finanzamt auseinandersetzen, in einem Dialog stehen mit dem. Du machst jetzt ein Video darüber, wie der Döner in Polen in Danzig schmeckt. Und du fährst nach Danzig, um dort diesen Döner zu holen. Und dann bist du dort einen Tag, dann kannst du das mit Sicherheit ein Stück weit absetzen, weil du musst ja dorthin fahren, um das für dein Format, um das für deine Arbeit praktisch zu machen oder so, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, wie ich jetzt mit dem Satz begonnen habe. Ich habe auf jeden Fall gerade eben das Ding gemacht, beziehungsweise rausgeholt. Ich glaube, das muss immer glaubhaft gemacht werden fürs Finanzamt und das Finanzamt würde bestimmt bei Reactions in Polen sagen, nee, da hätte er nicht nach Polen fahren müssen, um Reactions zu machen. Das ist immer noch mal so eine Sache, wie du dann den Content gestaltest. Vielleicht kannst du ein Stück weit schon absetzen, wenn du halt so Vlogs machst aus dem Urlaub, sag ich mal. Nee, wo ein Schuldeingeständnis gibt, sagt er Folgendes. Ich muss aber sagen, und da muss ich leider auch so ein bisschen mit dem Finger auf einen zeigen, so was viele nicht wissen, ich hatte halt über die Jahre hinweg mit der Selbstständigkeit, wo man auch so ein bisschen mehr verdient hat, so einen persönlichen Finanzberater. Ja. Er sagt wortwörtlich, sein Finanzberater ist schuld. Sein Finanzberater ist schuld, dass er Steuerschulden hat. Ist er auch. Vielleicht müssen wir einmal kurz Begrifflichkeiten klären. Also denn ein Finanzberater ist nicht dafür verantwortlich, wie du mit deiner Steuer umgehst. Dein Finanzberater berät dich in Bezug zu deinen Finanzen. Er hilft dir sozusagen, deine Finanzströmungen, Finanzstrukturen so zu gestalten, dass du finanziell abgesichert bist. Das war immer das Unternehmen. Ja, aber sorry, dann ist der Finanzberater, wenn das wirklich so war, wie das ApoRed erzählt, dann ist der Finanzberater aber auch nicht die schlauste Person, vertrauenswürdigste Person bei dem, was da gesagt wurde. Du als Privatperson, die eventuell vermögend ist. Das passiert noch separat. Man kann sagen, weil Finanzberater gibt ja auch Tipps, wie du mit deinem
wie du mit deinem Kapital optimal umgehst, so. In welche Projekte du rein investierst, um das Maximum an Investitionen aus deinem Kapital herauszubekommen, so. Das ist ja noch nicht, also, der ist ja auch gar nicht befähigt, dazu steuerrechtlich relevante Sachen zu sagen. Es ist halt so, als würde ich mich Bäcker nennen und einfach anfangen, in der Bäckerei zu arbeiten. Obwohl ich gar keine Ahnung von dem Bereich habe und überhaupt nie eine Ausbildung oder irgendwelche Hygienevorschriften mal davon gehört habe oder sowas so. Start. Dazu muss auch erwähnt werden, dass sich wirklich jeder Hinz oder Kunst, der mal so eine Prüfung gemacht hat, feiern gehen, Quatsch, Finanzberater nennen kann. Feiern. Das ist kein geschützter Begriff. Oh. Ja, das ist ja noch geiler. Ach du Scheiße. Ja. Stell dir mal vor, das war einfach ein Random, das war einfach ein Hater von ApoRed, der einfach so gesagt hat, ja, ich bin Finanzberater. Und hat das dann so vorgezeigt und ApoRed, Alter, nee, das kannst du mir nicht erzählen. Wie gesagt, ich denke, das ist immer noch eine große Verschwörung, das alles hier. Heißt, wenn du eine Ausbildung als Bankkaufmann, Versicherungskaufmann oder so hast oder Betriebswirtschaft studiert hast, so wie ich, und du dann bei einer Bank oder bei einer Versicherung oder anderen Unternehmen, die Finanzprodukte anbieten, arbeitest und du dort sozusagen dann die Stelle des Finanzberaters einnimmst, kannst du dich Finanzberater nennen. Auch ist wichtig zu erwähnen, was ApoRed nicht weiß, was wahrscheinlich viele auch nicht wissen, dass du nicht studiert haben musst, um Finanzberater zu sein. Du bist kein Akademiker automatisch und dadurch so Freifahrtschein für Intelligenz und Wissen anscheinend, wenn du Finanzberater bist. Das kann man mit einer wirklich kurzen Google-Suche herausfinden. Er sagt ja auch, dass der Finanzberater ne, so einen intellektuellen Eindruck gemacht hat, so studiert und sowas so. Sagt er ja. Muss er ja nicht mal haben. Also es war so ein großer Schmerz. Einen wunderschönen guten Abend. Aber Moin. Das ist natürlich nicht zu erwarten von dem Allerechten. Der informiert sich natürlich nicht. Bezüglich. Also wäre ich Apo RED gewesen, hätte ich Peter Zwegert geholt. Der hätte mich da auch direkt rausgebracht. Der hätte mir auch direkt gesagt, wo ich das Geld hingeben müsste. Der Person, das war los von die ihm. Seine Finanzen beraten. Und das finde ich nochmal. Einfach immer Peter Zwegert auf Kurs war. So mache ich auch das. So mache ich das auch. Witzig. Denn das ist die Ironie der Sache. Und wir erinnern uns, vor 2 Monaten kommt er um die Ecke und macht ein Video, ein Statement zu den Kritikern. Meine Wenigkeit jetzt nicht in Person, weil ich zu klein und zu unrelevant bin. Aber anderen Kritikern, die seine Werbung, denn es war Werbung, kritisiert haben. Und wie hat ein ApoRed auf die Kritik in Bezug zu der Shady-Krypto-Werbung reagiert? Diese ganzen Goofy-Kinder, die stellen das so dar, als wäre das so ein Hexenwerk. Oh mein Gott, das verdient einen Verlust mit. Ey, du kleiner Vollidu, das ist obligatorisch, das ist normal. Du Goofy. Wir merken uns also, wenn man als Kritiker, als YouTuber, als skeptischer Mensch, Krypto-Trader hinterfragt, ist man Goofy und das ist völlig normal, dass Leute damit Geld machen. Ohne Witz, ich verstehe das alles nicht. Ich habe damals nämlich auch ein Video zu der Thematik gemacht. Ich glaube nach Klängern, weiß ich gar nicht genau. Und ich hatte damals Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, nö, der scammt nicht, das ist alles legit so. Es gab Real Talk einfach Leute, die haben dem wirklich geglaubt. Ich begreife das nicht. Ich begreife sowas nicht. Auch an den Verlusten von anderen Trades. Ist normal. Ja. Also, wenn du damit leben kannst, ist ja schön für dich, aber an den Verlusten von Menschen zu verdienen. Also ist jetzt, sag ich mal, es gibt normalere Sachen, als das als normal zu bezeichnen. Ja. Geld machen und sowas, und das ist halt völlig logisch und sowas so. Das ist goofy, aber seinen Finanzberater zu hinterfragen und seiner Sachlichkeit und seiner Fachnähe und vor allem in Bezug zu seinen steuerlichen Qualifikationen, die er nicht hat, weil sonst würde er sich ja nicht Finanzberater, sondern Steuerberater nennen. Das macht man nicht, das ist ja Quatsch. Also, der hat ja auch ein tolles Büro und so. Das Ding ist, ich habe mich auch ein bisschen von seinem Büro blenden lassen, von diesem gesamten Erscheinungsbild. Man dachte, der Typ hat Todes drauf, der weiß voll Bescheid, aber Optik hat nichts zu bedeuten. Der hat am Ende irgendwie gar keine Ahnung gehabt, war bestimmt ein Anfänger oder so. Ich hatte ernsthaft schlechtes Gewissen, weil ich so hämisch war. Machst du nichts. Aber also nicht Real Talk, ich hatte schlechtes Gewissen, weil ich so gemein war in Bezug zu ApoRed, dieses, ja, aber er hat ja auch schöne Sachen, also. Es ist halt, es klingt so unglaublich unreflektiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein erwachsener Mensch so unglaublich unreflektiert ist. Wirklich nicht.
Nichtsdestotrotz, was hat denn sein Finanzberater ihm denn bezüglich steuerlicher Vorteile und der Möglichkeit, Steuern zu sparen, geraten? Er hat mir auf jeden Fall Punkte gesagt wie: Red, du hast jetzt mega viel verdient, das ist wirklich in Millionenbereichen und du musst jetzt einfach viele Sachen machen, damit du halt einfach weniger Steuern zahlst, damit du dir alle von der Steuer absetzt. Er hat solche gesagt, hol dir ganz viele Autos, die kannst du alle von der Steuer absetzen, weil das sind ja alles Geschäftsautos und die brauchst du ja für die Arbeit und was auch immer. So, generell ist der Gedanke ja gar nicht mal so verkehrt. Nichtsdestotrotz sollte so man sich solche Ratschläge immer von seinem Steuerberater holen, weil der gesetzlich dazu befähigt ist, sich so zu nennen und dementsprechend auch solche Ratschläge zu geben. Was aber ein UpRed hier anreißt, ist, wenn man das nochmal einräumen möchte, ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal einen kleinen Disclaimer geben. Ich war nie gut in Steuerrecht, wirklich nie. Das war meine absolute Achillesferse. Oh Gott, nichtsdestotrotz ist es... Ja, also ich auch nicht. Das lag aber auch daran, dass ich nie Steuerrecht hatte. Alles richtig gemacht. Ja. Aber irgendwann musst du dich damit auseinandersetzen, dann learning by doing. Ja, ChatGPT-Steuerberater. Wenn ich einen Steuerberater habe, ist das, muss ich mich mit dem ganzen Scheiß nicht wirklich auseinandersetzen, aber du weißt halt so ein bisschen dadurch in den Jahren jetzt, was du ungefähr wie absetzen kannst. Und ja, das ist dann schon ganz interessant. Aber sonst ist eigentlich voll das Abfuck-Thema. Ey, Steuerzeug, ganz schlimm. Als Beruf macht, ja, ey, das machst du doch nur fürs Geld, als ob dir das wirklich Spaß macht. Ist doch voll die Scheiße. Das sind Zass, die Menschen, die steuern. Das ist relativ simpel. Du versteuerst deinen Gewinn als Unternehmen und damit du nicht extrem viel Steuern zahlst. Nein, oh Gott, nein. Meine Schwester hat Jura studiert. Sie ist das Brain der Familie. Nein. Aber als im Betriebswirtschaftsstudium, weil es halt wirtschaftlich relevant ist, wesentlich wirtschaftlich relevant ist, hast du natürlich auch gewisse Module, gewisse Vorlesungen, die ausdrücklich sich mit Steuern befassen oder mit Wettbewerbsrecht. Und ja, da kratzt man sowas an. Natürlich nicht in der Tiefe. Auf keinen Fall in der Tiefe. So gerade in Form von Buchhaltung und Rechnungswesen hast du dann da auch dann sozusagen, ich glaube im dritten Semester hatten wir das. Ne, im vierten. Steuerrecht. Jurastudium gleich Brain. Ja, das durchzuhalten. Ganz schlimm. Rechnest du dich vor dem Finanzamt ärmer als du bist? Das schaffst du, indem du versuchst, möglichst viele Dinge, die du für dein Geschäft ausgegeben hast, anzugeben als Geschäftsausgaben, um den Gewinn zu schmälern. Weniger Gewinn, weniger Steuern auf den Gewinn. Ein ApoRed hier versucht, als Influencer... Jetzt mal Real Talk, ist... Meine Steuerberaterin, die hatte mir gesagt, ja, sie haben so wenig Ausgaben, so, weil ich halt, ich gebe halt nie was aus, ist ja was ich meine, also, ich mach's für Geschenke. Ey, ich habe das halt bei meiner Schwester beobachtet, so, ne, der Leistungsdruck, der auf, ey, ich bin da raus, also, ganz ehrlich, da bin ich raus. In Urlaub oder so, okay, da gebe ich mein Geld aus, aber der hat gesagt, also, sie können ja nichts dagegen rechnen, gefühlt, sie geben so wenig aus. Ja, und da war ich jetzt letztens, habe ich bei Notebooks Billiger geguckt. Kurz geht raus, Notebooks Billiger ist auch Ehrenseite, Mann. Notebooks Billiger. Habe ich auf jeden Fall da geguckt. Wir brauchten mal wieder einen neuen Laptop. Da haben wir gesagt, ja komm, MacBook, der Flexer. Ja, ne, weil wir jetzt so ein bisschen auf Apple-Produkte umgestiegen sind, weil wir beide ein iPhone haben. Und dann haben wir gesagt, ja komm, und noch iPad. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir jetzt mal ein MacBook. Moin Lucky Monkey. Und ja, jetzt haben wir ein MacBook. Aber das brauchen wir tatsächlich auch, weil ich mir auch selber gesagt habe, ey, damit kannst du viel geiler Videos schneiden, wenn man so unterwegs ist. Ja. Stell doch einen Cutter ein. Nee, bei mir ist jetzt tatsächlich was anderes. Eine sehr, sehr große Sache. Und zwar steigt Tina bei mir ein. Wild eigentlich, ne? Also voll angestellt tatsächlich. Real Talk, deswegen, Familie, das ist ein riesiger Schritt, das ist wirklich riesig. Also nicht mal großartig freiwillig, das waren jetzt gerade so Situationen, die so da zueinander zusammengetragen haben und jetzt wird es so sein, dass sie bei mir tatsächlich wirklich arbeitet, so auf richtig krass eigentlich. Maßen angelehnt. Also ab Januar dann wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, dann bin ich praktisch Chef und es bedeutet dann natürlich auch, ey, ich muss übel durch. Der Leistungsdruck. Deswegen, ich ziehe auch momentan krass durch. Ich möchte es auch so weiter behalten, aber ja, du hast dann die Verantwortung. Du musst praktisch auch natürlich mit dem, was du machst, genügend Geld einnehmen. Ich hätte niemals gedacht, dass es binnen von den letzten 2 Jahren,
Da ist es ja erst so ein bisschen größer geworden, dass ich mir das sagen kann, ich kann da jetzt jemanden einstellen. Das ist crazy. Das ist wirklich krass. War schon, ist wirklich krass. Also war schon klar. Genau, war schon fast gecancelt von uns. Das ist halt eine betriebliche Ausgabe und das heißt, ich kann sie da voll von der Steuer absetzen. Das ist natürlich top. Aber das ist, das ist ein sehr, sehr großer Schritt tatsächlich. Hallo, ich mag Moneten. Ah, da kommt der Fitnerstifter wieder. X100. Dankeschön für die 100 Bits. Ein Mann ist Chef über eine Frau. Du unterstützt hier gerade das Patriarchat. Lass das bloß nicht Schuljoker wissen, Kappa. Haben wir alle so der Fitnerstifter wieder. Deswegen bin ich da auch ganz ruhig, was das angeht. Ja, deswegen habe ich das jetzt nur nebenbei so erwähnt. Ich danke dir für die 100 Bits. Ja, nee, geht wirklich gar nicht, was ich hier gemacht habe. Ja, auch die Quote ist dann auch einfach schlecht. Nee, also... Eieiei. Ich denke, es wird ein Riesen-Step. Also, es ist auch ein Riesen-Step. Aber ich glaube, das könnte eine richtig geile Sache sein. Und das ist auch der Grund, weshalb heute und auch gestern zum Beispiel ein TikTok kam. Canceln soll ich aber nicht, ja. Aber ich habe erstmal Tina gezeigt, oder ich zeige gerade Tina so ein bisschen, wie man solche Videos zum Beispiel schneidet, so Kurzvideos einfach, oder für Placements, dass sie da ein bisschen was klar macht, oder ne, sie kümmert sich so um die Sachen, die auch so im Hintergrund laufen, oder auch für Steuerzeug und so. Also so ein bisschen Bürokratie hat sie auch Lust drauf. Und deswegen wird sie mir da auf jeden Fall eine Riesenhilfe sein, ja. Ich freue mich safe darauf, ich habe da voll Bock drauf, aber... Das Standbild, PTM. Das ist eine Riesenverantwortung. Jetzt sehe ich das Standbild erst. Oh Gott, warum sehe ich immer so cringe aus, Mann? Was ist bloß los mit meinem Gesicht? POV, du bist ein... Du bestehst aus Donuts. Und ich komme um die Ecke. Ja. Und also ich bin mega stolz drauf, dass ich das so machen kann. Aber es ist trotzdem eine riesen Verantwortung. Also es ist. Lustigste Stadtblick von Solberg. Ich ziehe umso mehr durch, ja, das kann ich schon mal sagen. Schlafzimmerblick. Schon ein bisschen. Wer ist Tina? Meine Freundin. Als selbstständiger Influencer. Mehrere Autos als Geschäftsausgaben anzugeben. Bro, das Finanzamt. Da arbeiten Menschen, die sind nicht dumm. Und gerade bei sowas, wenn du nicht ein Autohaus bist, frag ich mich, wie du glauben kannst, dass die dir das durchgehen lassen, wenn du 6 Autos meinst zu besitzen. Was, glaube ich, immer noch Bullshit ist, dass er diese Autos besessen hat. Was Mimi ja auch mehrfach in seinen Videos debunkt hat, dass er diese Autos besessen haben soll. Nichtsdestotrotz ist diese Idee, dass du als alleinstehende Person, ne, als selbstständige Person, ein halbes Autohaus haben könntest, wenn es nicht Teil deines Gewerbes ist, du dieses Autohaus, das Besitzen von Autos, als gewerbliche Ausgaben angeben kannst. Mal ganz ehrlich? Also, ich bin kein Finanzberater. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja, normal nicht. Ich sag doch nicht. Irgendwas ist faul an dem ganzen Video. Arten vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es alles die Wahrheit ist, was er da erzählt hat, ApoRed. Also, ich bin auch kein Steuerberater, aber ich weiß, dass das ein bisschen sus klingt. Nichtsdestotrotz hat sein Finanzberater ihm weitere sehr, sehr kluge und wirklich gut durchdachte Tipps gegeben, die nach außen für jemanden, der sich keine 2 Sekunden mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, eventuell klug klingen könnten. Auch Designersachen, du kannst das alles von der Steuer absetzen, du kriegst den Mehrwertsteuer zurück. Ich bin ehrlich, ich habe das gemacht. Ich habe Klamotten geholt, Freunde, im wirklich 7-stelligen Bereich. Hier steht, aber ApoRed ist auch schon seit 2011 bei YouTube und dass er bis dato keine Ahnung hatte, wie das mit den Steuern läuft. Ich frage mich das auch. Ja, also guck keine, mal, das bist keine, doch so, als hätte er du bist Steuern. Keine 12 Jahre lang auf YouTube aktiv so und teilweise davon ja auch sehr, sehr erfolgreich. Das bist du nicht, ohne in irgendeiner Weise Erfahrungen im Bereich Steuern zu sammeln, Berührungspunkte mit dem Finanzamt zu sammeln. Wirklich, also ich kaufe dem das heftig nicht ab. Schulden jetzt durch die letzten 2 Jahre oder so, oder durch die letzten 3 Jahre. Also wie kann man 3,6 Millionen Steuerschulden haben durch die letzten 3 Jahre? Also wie gesagt, ich denke, das mit dem Eurobetrag geht nicht. Aber was ich nicht verstehe ist, du machst das ja schon jahrelang. Also müsstest du ja ungefähr wissen, wie das läuft mit den Finanzen und so. Oh. Wie, oder was du absetzen kannst. Wie kann das dann sein? Die letzten Jahre vielleicht? Ja, ich mach das doch mit Absicht. Ich werbe hier heimlich werbe ich Alpha Kevins Community ab. So ein Ding ist das. Alles Marketing. Ist es Zufall, dass Alpha Kevin heute nicht streamt? Nein, ist es nicht. Ist ein reiner Zufall. Ein Finanzberater so über den Tisch zieht, also oder dir irgendeine Scheiße andreht. Ich verstehe das nicht. Oder er hat noch nie Steuer gezahlt. Okay, das wäre ein bisschen weird, aber dass sie dann erst jetzt kommen würden, das würde ich auch nicht ganz verstehen.
reich. Auch da kann ich ja vielleicht nochmal aus meiner Perspektive mitsprechen. Und zwar ist das generell so bei mir gewesen, aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung aus meinem direkten sozialen Umfeld und aus der Erfahrung aus meiner Familie. Ich komme aus einer selbstständigen Familie, die seit Jahren mit dem Finanzamt dementsprechend in einem regen Dialog stehen müssen, weil das Finanzamt gerade in Bezug zu Selbstständigen besonders kritisch ist. Das wissen wir alle. Deswegen sollten wir einen guten Draht zum Finanzamt pflegen. Und wenn man einen guten Draht zum Finanzamt pflegt und mal fragt, hey, kann ich das als Gewerbeausgaben angeben, weil ich dieses und das und das und das als Gewerbe habe, das sind gewerbliche Ausgaben, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sie dir diese Sachen durchgehen lassen, als wenn du sagst, das sind 6 Geschäftswagen, ich habe mir tausenden Klamotten gekauft, weil Instagram und sowas, Internet ist Neuland. Wie genau das Geschäftsmodell funktioniert als Influencer, weiß halt nicht jede Ute oder jeder Kunibert im Finanzamt. Deswegen muss man mit denen sprechen. Und du bist da halt als selbstständige Person in der Bringschuld. Kannst du dir nicht ausdenken. Letztes Video verteidige ich Monte of all people und jetzt das Finanzamt. Auch den nächsten steuerlich relevanten... Oder wisst, es hat sich ein bisschen schmutzig angefühlt in meinem Mund. So, ne? Ich habe mich ein bisschen schäbig gefühlt. Das Finanzamt verteidigen ist ganz komisch. Ganz komisches Gefühl. Ratschlag, den ApoReds Finanzberater ihm gegeben haben soll, muss ich hier nochmal erwähnen. Hol dir irgendwie ein Haus zur Miete, kann mega teuer sein, hat ja, super viele Tausender gezahlt im Monat. Penthouse hier, Wohnung da, da hast du am Ende Kosten des Todes gehabt. Ich könnte nichts davon absetzen. Für mich persönlich stellt sich die Frage, wie ApoReds sich das generell... Das ist aber auch weird. Absolut. Weil theoretisch kannst du safe was davon absetzen. Absolut. Also, du kannst natürlich ach, nicht so ein die ganze Miete absetzen, aber du kannst einen Teil von diesem, du kannst ja dein Büro, wo du deine Videos aufnimmst, absetzen. Das ist ja dein Büro, wo du auch vielleicht dein Steuerzeug machst und so. Ja. Das kannst du absetzen. Also, du kannst nicht nichts davon absetzen, aber du kannst auch nicht alles davon absetzen. Weil du brauchst nicht für deinen Content, brauchst du keine Küche, du brauchst kein Wohnzimmer oder sonst irgendwas oder ein Badezimmer, sondern brauchst halt dein Büro. Auch komisch. Vorgestellt hat. Weil, wenn das so wäre, dass... Ach, hat er ja auch gesagt, nur die kleine Kammer konnte ich absetzen. Ah, okay, ja gut, nee, ich hab's jetzt gerade nicht gehört, aber ja, okay, wenn er das gesagt hat, dann ist das richtig, ja. Weil du ein Unternehmer bist, selbstständig bist, du dir einfach irgendwo eine Wohnung zur Miete holen kannst, ein Haus für 30.000 Euro im Monat, du dann das Geld einfach von der Steuer absetzen kannst, dann das, worauf ApoRed in dieser Situation anspielt, beziehungsweise er meint, dass sein Finanzberater ihm das geraten hat, ist der Versuch, seine Wohnung, die man sich zur Miete holt, als Büro bzw. als Gewerbefläche von der Steuer abzusetzen. Das tue ich übrigens auch. Aber natürlich nicht die gesamte Wohnung. Ja, denn natürlich glaubt dir das Finanzamt nicht, dass wenn du selbstständiger Influencer, Gewerbetreibender bist, dass du deine Küche, dein Schlafzimmer oder dein Klo gewerblich nutzt. Natürlich glauben sie das nicht. Wahrscheinlich wäre man auch bei einer kurzen Google-Suche in der Lage, da eine zutreffende Antwort zu finden. Jedenfalls behauptet ApoRed in seinem Video, dass er aufgrund der Ratschläge, die er von seinem Finanzberater bezüglich steuerrechtlich relevanter Themen bekommen hat, er eine Steuerschuld von 3,6 Millionen haben soll. Was ich generell nicht glaube. Das impliziert, dass er ungefähr einen Umsatz gehabt haben soll, der um und bei 10 Millionen sein sollte. Außerdem ja. Möchte ich hier an dieser Stelle nochmal Das ist das, was ich vorhin bei der Reaction zu ApoRed auch so gesagt habe. Also deswegen denke ich auch nicht, dass es Euro sind, die er da angegeben hat mit 3,6 Millionen. Ich denke, er hat Brötchen angegeben. Merken, dass er in Bezug zu seiner Steuerschuld... Also es ist irgendwie schon ein Stück weit verdächtig, so, ne, dass da nie das Wort Euro in dem Video fällt. Das ist rückblickend schon ein Stück weit verdächtig. Sein Insolvenzverfahren mit der Steuerschuld vermischt und gleichzeitig auch noch sagt, dass er eine Restschuldbefreiung versucht zu erwirken. Ja, Freunde, deswegen auf jeden Fall ist der Insi-Modus aktiv und der wird realistisch auf jeden Fall gar nicht deaktiviert. Natürlich hier Restschuldbefreiung, weil das ist die einzige Möglichkeit, was man hier machen kann. Generell bin ich kein Jurist. Go figure. Deswegen überlasse ich solche Sachen, solche Analysen auf jeden Fall Solmecke oder anderen Juristen. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Aber was wir an dieser Stelle nicht vergessen dürfen, ist, dass er sein Insolvenzverfahren nicht hat, wegen den Steuerschulden. Er war nicht in der Lage, nach 3 Mahnungen die Krankenkasse zu bezahlen. Wie Mimi in seinem Video, in seiner Entschuldigung Part 8 oder 7, meine ich, aufgezeigt hat. Ich meinte in meinem letzten Video, dass die Pfändung... Ich weiß nicht, was für eine Information jetzt hier kommt, aber ich möchte jetzt nur nicht unbedingt irgendwelche Infos... ja, die Angst, streuen. Die Angst. Oh nein! Okay, wir skippen. Ja, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Staat irgendwann sagt so, ja, nee, du brauchst hier keine Steuern mehr bei uns zurückzahlen. So. Weiß ich nicht, ob Restschuldbefreiung bei... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir skippen.
Brauche ja jetzt nicht noch eine Abmahnung. Der Rest Lastbefreiung möglich ist bei Steuerschulden, kann ich nicht beurteilen. Dementsprechend will ich da auch keine großen Anschuldigungen bzw. irgendwelche Vermutungen aufstellen. Worüber wir aber jetzt in diesem Video nochmal abschließend sprechen müssen, ist über die Werbung, die er gemacht hat, die nicht als Werbung gekennzeichnet war, die dementsprechend unlauter ist, was gar nicht mal so unrelevant ist im Großen und Ganzen. Denn für die Werbung, wie er selber sagt, hat er Gegenleistung bekommen als Bezahlung für die Werbung auf seiner Plattform. So, ich war da jetzt eingeladen, so, ne? Ihr wisst ja, ich habe da so einen Deal gehabt, ich habe auch erzählt, so, ich habe da Geld bekommen, ich habe da gar kein Geld bekommen, so, das war jetzt einfach nur, so, die haben dafür so meinen Aufenthalt geklärt, etc. Inwiefern ihm das auf die Füße fällt, will ich hier auch gar nicht groß vermuten. Fakt ist, Werbungen müssen gekennzeichnet werden. Ja, abschließend finde ich, und wenn er dafür gewerbstechnisch gemacht hat, diese Werbung, was er als Influencer tut, so, dann muss er das auch versteuern. Persönlich aber auch noch eine Situation sehr benennend, wo ApoRed effektiv aufzeigt, wie er über Menschen denkt oder wie er glaubt, Menschen denken über Menschen, die mittellos bzw. Geringverdiener sind. Ich habe jetzt meine Wohnung auf Amtsbasis. Jetzt kann man sagen, ja, ey, voller Penner und so, deine Bürgergeld, der hat eine Wohnung auf so. Aber ganz ehrlich, ich habe auch viel Steuern gezahlt. So. Viel Steuern zahlen ist an der Stelle erstmal relativ. Hätte er genug Steuern gezahlt, wäre er wahrscheinlich nicht in dieser Situation. Nichtsdestotrotz finde ich es spannend, wie er sagt, jetzt kann man sagen, ja, ey, der Harz und solche Geschichten so. Also dieses abwertende Bezeichnen von Menschen, die mittellos sind, geringes Gehalt verdienen oder halt einfach von dem, was sie machen, nicht leben können. An der Stelle zeigt er eigentlich nochmal auf, wie in der Vergangenheit auch schon, was er von Menschen hält oder glaubt, was Menschen von Menschen halten, die gerade in einer Situation sind, wo sie nicht von ihren Einnahmen leben können. Real Talk an der Stelle. Wenn du als Mensch andere Menschen abwertest, als weniger wahrnimmst, weil sie gerade in ihrem Leben kein Geld oder kaum Geld verdienen. Hey, echt? Wobei ich denke, dass ein ApoRed nicht darüber nachdenkt. Ja, also ich denke, ApoRed, der denkt auch nicht darüber nach, was er da großartig in seinen Videos erzählt. Tue ich auch nicht, ne? Vielleicht war es nicht mal abwertend gemeint, sondern er reflektiert das einfach nur sehr wenig. Ja. Und Draymond ist einfach nur der absolute Vollgoofy. Genau, das so. Nicht. Genau so. Und du sie deswegen verspottest oder sowas, und dann bist du einfach ein widerlicher Schmutzmensch. Es genau. Ist super widerlich, andere Menschen aufgrund ihres Einkommens herabzuwürdigen. Das stimmt. Und es gibt tausend Gründe, warum man gerade in einer gewissen Situation, in einem gewissen Zeitabschnitt kein Geld verdient und auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Darin ist nichts verwerflich. Can't change my mind on that. Was habe ich abschließend? Also natürlich kann man das kritisieren und es ist komplett verwerflich, wenn man das à la Arno Dübel macht und sagt, yo, ich habe keinen Bock zu arbeiten, deswegen lebe ich auf den Kosten vom Staat. Ja, also das kann man durchaus kritisieren, weil das ist wirklich einfach nur asozial und das. Ja, ganz ehrlich, ich würde behaupten, nicht mal 7% aller Arbeitslosen sind wie Arno Dübel. Das ist halt wirklich unter den 10%, also vielleicht so, wahrscheinlich sogar noch weniger. Deswegen von denen auf alle anderen schließen, ist halt hammer problematisch. Ist halt genau wie die alle Ausländer und so. Ist halt dumm. Unmenschenfeindlich. Das trägt zu gar nichts bei, außer dass würde jeder so handeln wie der Staat tot wäre. Aber wie gesagt, du kennst ja nicht die Situation, du kennst ja nicht die Hintergründe, weshalb jemand Bürgergeld beziehen muss. Ja, das kann ja sämtliche Gründe haben und dementsprechend ist auch nicht jeder faul, der Bürgergeld bezieht. Also ich finde auch die Aussage, die jetzt hier Draymond nochmal getroffen hat, auch nochmal wichtig. Ich wollte gerade sagen, Arno Dübel ist sogar unter den Menschen, die sehr, sehr lange Bürgergeld beziehen und sich an der Arbeit vorbei mogeln, sogar noch eine Ausnahme. Also er ist halt wirklich kein Aushängeschild, der Kerl. Nicht stigmatisiert und sagt, ja, hier die Hartz IV beziehen oder generell Arbeitslosengeld beziehen, das sind alles so Penner und Harzer und was weiß ich, ne? Also das ist absolut respektlos. Ne? Ja. Weil das ist genauso wie dieses Abwerten, wenn man so aufs Äußere geht und sagt, ja, guck mal, du fette Sau und so und die ganze Zeit runtermacht. Ja, du kennst, ja, erstmal generell zu beleidigen ist komplett dämlich und zweitens, wenn du ja, Gesundheit so eskalierst. Wegen Gesundheit oder wegen Rationalisierung, deren Jobs oder Berufszweige werden halt ersetzt von, ne? Fallen raus komplett oder werden ersetzt durch Technik oder einfach zu alt, um konkurrenzfähig zu sein in Bezug zu Jüngeren in der Workforce. So. Ich meine, wenn du jemanden hast, der Mitte, Ende 50 ist so und denselben Job macht wie jemand, der Mitte 20 ist, so, wen stellst du ein?
Oder jemand, der auf die Rente zugeht, so. Es ist halt deutlich komplexer und es gibt so viele Gründe. So viele Gründe, arbeitslos zu sein. Das bringt niemanden weiter und ist einfach nur unnötig. Also, und genau, und du kennst ja auch nicht die Hintergrundgeschichte. Vielleicht ist ja jemand ungewollt dick, weil, ne, psychische Probleme vielleicht, Medikamente nehmen kann, nichts dafür. Also, ne, es gibt so viele Gründe, aber manche übertreiben halt einfach und wollen das nicht checken. Ja, das ist, aber dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ne? Das ist dann manchmal einfach respektlos und unangenehm. Ja, aber wichtige Ansprache auch nochmal von Trayman. Zu dieser ganzen Thematik noch KLS ist das nicht unangenehm. KLS möchte, dass Arbeitslose sein Auto voll tanken. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie sich diese ganzen rechtlichen Einordnungen noch entwickeln werden. Generell glaube ich nicht, dass ein ApoRed 3,6 Millionen Euro an Steuerschulden zu zahlen hat. Das würde implizieren, dass er mehrere Millionen zweistellig in dem Fall gemacht haben soll als Umsatz, was ich ernsthaft bezweifle. Er ist, wie gesagt, kein Paluten oder andere Größen. Nichtsdestotrotz hoffe ich... Also, er wird mit Sicherheit, ApoRed wird mit Sicherheit sehr viel Geld verdient haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Wir können mal kurz gucken. Ah, nee, ja, das ist nicht sein Hauptkanal. Der wird safe richtig gutes Geld verdient haben damals. Das glaube ich auch. Wirklich. Also, der hatte eine Zeit lang 30 Millionen Aufrufe im Monat oder so. Und das war schon Nähe Paluten. Der hatte eine Zeit lang jedes Video über 1 Million Aufrufe und wenn er da noch Placements drin hatte, ich kann mich nicht erinnern, dass er da so viele Placements hatte, aber wenn er da welche drin hatte, in dem Bereich, dann verdient man schon sehr schnell extrem viel Geld. Das kann schon sein. Bestimmt aber jetzt 10 Millionen ist schon wirklich eine sehr utopisch hohe Summe. Hoffe ich natürlich, dass ein ApoRed generell wieder zu einer Situation kommt, wo er von seinen Einnahmen gut leben kann. Er hat ja auch, heißt es, Frau und Kind. Dementsprechend wünsche ich seiner Familie natürlich nur alles Gute. So, wir Norddeutsche müssen da an der Stelle auf jeden Fall zusammenhalten. Also ich wünsche ihm da nichts Schlechtes. Ich würde mich halt freuen, wenn er sich... Ich liebe dieses Berserk-Theme, ne? Ich liebe dieses Berserk-Theme. Ich freue mich jedes Mal, wenn das Video so zu Ende geht und ich das dann im Schnitt reinpacken kann, so. Ich liebe dieses Berserk-Theme. Ein wenig gerader macht und das auf authentische Weise, weil ich kaufe ihm das nicht ab. Kann aber auch daran liegen, dass ich generell ein maximal misstrauischer Mensch bin. Ich traue mir selber nicht. Dementsprechend kann ich eigentlich nur noch erwähnen, folgt mir bei Instagram, trinkt genug Wasser, esst genug, treibt Sport, macht all das richtig, was ich falsch mache, fragt euren Finanzberater niemals nach steuerrechtlich relevanten Tipps und guckt vor allen Dingen unseren Podcast auf unserem Podcast-Kanal. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, wenn der Algo gönnt. Ja, da habe ich einen Schnittfehler drin gelassen. Ey, ich hasse mein Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Nein, gutes Video, gutes Thema. Das, was er gesagt hat, fühle ich auf jeden Fall. Ich selber denke nicht, dass ApoRed hier voll und ganz die Wahrheit erzählt hat. Also, dass hier ist irgendwas, hier ist Böses im Busch. Ich kann mir vorstellen, dass ApoRed, dass es ein Prank ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein Prank ist. Von dem Fliegen auch nicht. Als Codewort, wenn ihr bisher geschaut habt, schreibt mal bitte in die Kommentare Insi-Modus aktiv. Ja, weil ApoRed hat immer noch den Insi-Modus aktiv und der bleibt wahrscheinlich auch aktiv, hat er ja irgendwie auch selber in seinem Video gemeint. Und ja, wenn ihr das geschrieben habt, dann weiß ich, ihr habt bisher geschaut, ihr seid die größten Ehrenmenschen und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Der Link zu Trayman ist unten in der Beschreibung. Genau. Checkt das gerne ab. Lasst der Shoutout like, von Alpha Karen. Ja. Und damit macht's gut. Ja, der Shoutout. Und es haben tatsächlich echt relativ viele Menschen gesehen, das Video, ne? Bin schon wieder echt begeistert, ne? Der Shoutout war, der hat geschmeckt. Es haben echt nochmal viele Leute gesehen und ich glaube, es haben auch ein paar Leute reingefolgt. Es ist richtig nice. Und ich kann jetzt auch sagen, weil letztes Jahr im Dezember, zum 7. Dezember hin, habe ich die Monetarisierung auf meinem Hauptkanal bekommen, durch Just Nero. Das waren um die 1100 Abonnenten. Heißt, ich kann jetzt offiziell sagen, ich habe meine Reichweite auf YouTube in diesem Jahr, ne, verzehnfacht. Ich habe jetzt 12.500 Abonnenten. Einfach ein absolut krasses Jahr. Und ihr wart alle Teil davon. Und ich bin unglaublich dankbar. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie dankbar und absolut verwirrt ich auch immer noch bin, dass das alles passiert ist in diesem Jahr. Einfach verzehnfacht und also von null, von plötzlich angefangen und plötzlich zu krass. Einfach wirklich zu krass.
vielen, vielen, vielen Dank auch nochmal auf jeden Fall an alle Beteiligten, an all die, die hin und wieder meine Videos gucken, die hier im Stream mit dabei sind. So, ey, es ist wirklich eine Reise gewesen. Dieses Jahr, dieses erste Content Creation Jahr. Und nächstes Jahr wird noch krasser. Nächstes Jahr ziehen wir noch Dollar durch. Und dann, ja, ich denke irgendwas aus. Es wird wild. Ich hab Bock. Ich hab so richtig Bock. Ich bin hammer motiviert.